Ich finde, ich habe mein Leben ordentlich im Griff. Digga. Man merkt es. Ich hab's im Griff. So Leute, nach langer Zeit melde ich mich jetzt einfach mal wieder zurück. Ernsthaft? Dein Ernst? Na gut. Also nach langer Zeit melde ich mich jetzt mal wieder zurück. Ich habe jetzt hier während der Corona-Zeit meine Assi-Tracker-Phase erreicht. Gut zu erkennen daran, dass ich Stirnburg trinke. Und das ist halt auch. Soll ich aufmachen? Nee. Das kriegst du noch hin, ja? Nichts, davon eine ganze Menge. Ja, ich habe jetzt Liquid Molly Kiffi und bin halt Assi-Tracker. Es ist alles an sich schon ziemlich schön. Und naja, wenn du halt so Assi-Tracker bist, dann ist das Leben schon ganz schön anders. Angefangen hat das alles, als ich damals mit einem Assi-Pickup-Truck bei Ford hier gearbeitet habe. Und ich bin halt Assi-Pickup-Truck gefahren. Und für euch die Leute, die es nicht wissen, was ein Assi-Pickup-Truck ist, das ist halt ein Pickup-Truck, der richtig Assi ist. Wer hätte das gedacht? Macht ja auch irgendwo Sinn. Und dann fährst du halt deinen Assi-Pickup-Truck und bewegst den von A nach B und... Voll schön. Und ich finde, die Mantamene steht mir richtig gut. Meinst du wie so eine Wischmopp-Frisur, wie dieser Baby Bolonka? So wie Baby Bolonka. Nee, also eigentlich, was ich sagen wollte, hier, ich habe sogar so ein Ford-T-Shirt an, also so einen alten Drecklappen. Das ziehe ich nur an, wenn ich im Obdachloser Söhne warme Suppe haben will. Ansonsten nicht. Und heute gab es halt mal wieder eine warme Suppe. Naja, und keine Ahnung, was soll man sagen. Ja, die letzten YouTube-Videos waren so ein bisschen komisch. Ich meine, Assi-mäßig im Ransporter war schon echter Kracher. Machen wir uns mal da nichts vor. Mach dein Licht an, du Hurensohn! Das war geil. Nichts ist ranziger als ein ranziger Transporter. Ransporter, in einem Transporter. Und wir sind heute hier in, wer ist das hier? Elbingerode, glaube ich. Elbingerode. Das ist bei Blankenburg. Bei Blankenburg. Und eigentlich wollte ich ein Video drehen, wie asoziales Leben ist, wenn du halt keinen richtigen Schulabschluss hast und so. Aber dann habe ich mir gedacht, weißt du, du kannst ja auch Assi-Trucker werden. Und dann fährst du halt deinen schönen asozialen Truck durch die Gegend und truckerst ein bisschen und trägst ein Liquid Molly Cappy. Und dann klauen sie dir auch noch deinen Job. Die haben mir deinen Job geklaut. Und jetzt ist er weg. Also, und seit mein Job halt geklaut ist, die klauen unseren Job. Verbringt Pisspaule, der voll besoffene Penner, klauen seine Zeit auf diesem Sportplatz. Geht hier so den ganzen Tag? Keine Ahnung. Ich habe heute Zeit, deswegen geht es. Ah, bis Paula hat Zeit. Da wird Champagner getrunken, hat man gehört. Da wird hier edles Champagner getrunken. Das ist ein richtig gutes deutsches Arbeiterbier. Stammburg. Von Piss Paula empfohlen. Kann ich echt nur gut heißen. Das ist eine richtige Arbeiterplurre. Das heißt, wenn du noch nicht total besoffen bist, kannst du dir das noch reinhauen. Naja, ansonsten, keine Ahnung, gibt's halt nichts Neues, Nennenswertes oder Gutes. Bisschen ausgebrannt wie ein alter Pickup-Truck. Aber er sieht wirklich so ein bisschen aus wie so ein LKW-Fahrer. Ja, ich habe ja auch dran gearbeitet, auszusehen wie so ein LKW-Fahrer. Manta-mäßiger Haarschnitt, Manta-Mähne hinten, Assi-Cappy,
Der Bart macht auch viel aus. Ja, das sieht schon schön aus. Das sieht schon schön versoffen aus. So wie Carsten, Alter. Carsten mit dem Kasten. Das hat schon was. Und dann kann man hier halt so ein schönes Bierchen trinken. Schönes Stammi trinken, ne? Sagst du, so ein schönes Stammi trinken hier, ne? Ja, guck mal, wie da vorne mit den scheiß dekadenten Karren, Junge. Erstmal, ja. Reiches Stück Scheiße. Abgehoben. Jetzt kommt die Gang. Die Gang trifft sich. Piep. Piep, Hens und der Frosch. Das Milieu trifft sich. Zum ersten Mal in der Stadt, dass man Halbstarke draußen sieht. Das nächste dazu. Das sind alles nur Arschficker. Aber die sind nicht street. Die sind alle nicht street. Sind ein Scheißdreck sind das. Das sind ein paar Pisskinder. Können ihr scheiß Schändermaul halten und sich gegenseitig kaputt ficken. Oder Pisse trinken. Nur weil die hier noch zur Schule gehen. Ich bin auch mal zur Schule gegangen, hat mir aber nicht viel gebracht. Nee. Deswegen bin ich Penner-Clown geworden. Nachts irgendwie, das ist so ein bisschen der falsche Weg gewesen. Ich finde, ich habe mein Leben ordentlich im Griff. Man merkt es. Ich hab's im Griff. Läuft vorwärts. Wenn es ein Wort für Antimode gibt, könnte man dich da hinsetzen, Penner Paul. Allein das Ford-T-Shirt macht so aus. Ja, was war es hier bei Versace? Bei Farfetch gibt es auf der Seite irgendeine bei Kooperation von Off-White und Ford oder Gucci und Ford, irgendwas in der Richtung, wo so ein T-Shirt 590 Euro kostet. So ein T-Shirt kostet bei Farfetch 590 Euro, weil da ein Ford-Logo drauf ist und was war das andere? Off-White oder Gucci war noch. Off-White oder Gucci. Digga, wir haben die früher auf Arbeit, wo ich noch bei Ford gearbeitet habe und ein richtiger Assi-Mechaniker war. Also Ford war halt eine richtige Schmutzbude. Da wurden nur gefuscht, das war ein Fuscher-Scheißladen. Jeder Assi, der seine Karre da hingebracht hat, hat einfach nur Fusch gekriegt. Wir haben diese T-Shirts hier hinterher geschmissen gekriegt. Natürlich. Da hatte jeder so 5 oder 12 Stück von, gefühlt. Weil die halt so nicht getaugt sind. Und dann gibt es so eine Dinger für 599 Euro, Junge, das ist das ganze Auto nicht wert. Ich weiß gar nicht, was Sie sich da vorstellen. Angefangen hat das alles erst so, als ich bei Ford entlassen wurde. Und ich habe da ja echt ungern gearbeitet. Ich bin morgens schon mit so einer scheiß Laune zur Arbeit gegangen, weil das halt ein Drecksladen war. A, waren die Autos von einer scheiß Qualität, also so richtig scheiße hoch 12. Und ich würde es auch immer wieder sagen, jeder, der sich einen Ford kauft, hat einfach im Leben richtig was falsch gemacht. So wie die Leute, die Meth nehmen oder so. Aber Meth kann man halt runterkommen und vom Ford halt nicht. Ein Ford-Fahrer bleibt ein Ford-Fahrer und ein Meth-Abhängiger kann halt von Meth wegkommen. Ein Alkoholiker kann aufhören, Alkoholiker zu sein. Aber die Mansa-Mähne, die bleibt halt, ne? Ich finde das irgendwie, das hat schon wieder was. Es ist schon wieder so mit dem Bart zusammen, so eine scheiß Kombination, dass es schon wieder geil ist irgendwo. Weil du weißt erst dann, dass du richtig unten bist, wenn du halt unten bist. Und ja. Ich meine, ich würde auch mal gerne Fortwerbung machen. So wie zum Beispiel. Ey, ich bin Pisspauli, der komplett besoffene Penner-Clown. Und ich bin Fort-Mitarbeiter. So kompetente Kräfte wie ich arbeiten an euren Karren. Und sonst keiner. Und, ja, wer bei Fort arbeitet, der fickt echt seine Kinder, Junge. Das ist die größte Kinderficker-Marke, die es gibt. Und die hat auch nicht mal Humor. Wenn du dir für dieses hässliche Ford-Emblem den Fuck-Aufsatz kaufst, das sind ja 4 Buchstaben Ford. F-O-R-D. Und du kaufst dir dafür so eine Internetparodie, die halt Fuck heißt. Die haben mal Ford auch im... Das geht nicht. Kannst du nicht machen. Die Autos sind nur mal Fuck. Und pass auf, das Lustige ist ja dann bei Ford, da kommen ja so lustige Worte raus, wie zum Beispiel Fuck Fiesta, Fuck Focus, Fuck Explorer. Oder alternativ geht auch Anal, ist auch lustig. Statt Ford-Logo nimmst du Anal, Anal
Fiesta. Anal. Focus. Anal. Explorer. Anal. Ranger. Ne? Ich fand das lustig. Ist halt schon geil. Und naja, hier läuft halt auch der Pfand. Wir haben hier eine 25 Cent Plastikflasche, da war Wasser drin. Und wenn man die abgibt, kriegt man 25 Cent. Wahnsinn. Das gleiche gilt für die obligatorischen Red Bull Dosen. Auch wenn du die abgibst, kriegst du 25 Cent. Das heißt, wir haben hier schon dekadenten Euro 15 liegen. Das sind ungefähr umgerechnet zu früheren Zeiten 4 Flaschen Bier. Das wären früher 4 Flaschen Bier gewesen. Ja, okay, 3 plus 2. Aber 2 Sterne kriegt man dafür bestimmt noch. Hier, das ist eine Sprite. 15 Cent, glaube ich. Sogar eine ohne Zucker gewesen. Selbst wenn kaufen wir so eine Scheiße. Und dafür kriegst du 15 Cent. Also ist hier das richtig dekadente Vermögen, steht hier hinter mir auf der Bank. Und naja, hier sieht es halt ein bisschen aus wie bei den Penners. Ach, hier ist wirklich gut zugemüllt auf diesem komischen Spiel. Das ist schon ordentlich, Alter. Das kann man gar nicht denken. Ich find's halt lustig. Nein, nein, Community, so ist das. Und das Problem auf YouTube ist halt, dass sich die meisten Leute nur als dekadent darstellen. Also von wegen, oh Mann, ich habe so viel Kohle, ich habe heile Schuhe, ich habe kaputte Schuhe und kein Geld und trotzdem habe ich Spaß. Warte, ich sag immer wieder, die sind alle nicht real. Die meisten von denen können schon mit ihrem Content nicht bestehen und sind auch schon. Haben die schon mal kaputte Schuhe gesehen auf YouTube? Nö, das nicht, aber wozu auch? Die lösen sich von innen schon in Wohlgefallen auf. Die sind so ein bisschen durch, aber ist mir egal. Dafür gibt es Feuerzeug und Klebeband. Mensch, hat die gleichen Schuhe wie ich abgehoben. Die habe ich mal vor 4 oder 5 Jahren für, ich glaube, 29,99 in Goslar gekauft. Und die halten heute noch. Und wenn du dann siehst, da ist irgendwas kaputt dran, nimmst ein Feuerzeug, zack, wieder heile. Ganz einfach. Fliegenflaschen. Und das kann halt einfach nur so ein Pisspaul euch erklären. Im nächsten Teil besoffener Penner-Clown. Aber du bist nicht so der krasse YouTuber-Gangster. Ich muss auch kein Gangster sein. Er muss kein Gangster sein. Bist mehr Milieu als alles andere zusammen, oder was sagst du? Das sowieso. Wenn ich mit meinen Real-Life-Stories anfange, kann der ganze Rest einpacken, weil die nie Real-Life hatten. Also willst du mir erzählen, die ganzen coolen Fortnite-YouTuber, die ihre krassen Stories erzählen? Von was denn? Ein Bagger am Sandkasten verloren, oder was? Die haben nie ein Leben gehabt. Abenteuer einer großen Wippe. Ja, Mann. Ich könnte hier Geschichten erzählen, dafür würde ich wieder in den Knast wandern. Deswegen lassen wir das. Das ist, guck nicht so blöd. Ach, siehst du, Alter, 265, Junge. Ja, so ist das. Das ist halt real street credibility. Street authentic eher. Die musst du dir erstmal verdienen. Ich sag immer, das ist ja auch nur meine Meinung zu dem Thema. Der echte Kriminelle, der läuft ja nicht rum mit unbedingt irgendwie Markenklamotten von Gucci oder Versace. Ich meine, man könnte jetzt natürlich auch einen Adidas Trainingsanzug nehmen oder was von Puma. Aber jetzt so übertrieben auf die super teuren Luxusklamotten muss jetzt nicht sein. Dann kann man sich entweder, sag ich mal, normal kleiden mit Jeans und irgendeinem normalen Pullover oder auf Assi mit der Penner Jogginghose vom Polenmarkt und ein T-Shirt und fällt halt nicht auf und wirkt halt wie der größte Assi, aber dafür bist du halt Street. Das ist halt meine Meinung dazu. Weil du musst mal sehen, ein Typ mit einem 800-Euro-Pullover, der wird sich, denke ich mal, nicht prügeln. Ein Typ mit einer 20-Euro-Hose, der juckt das nicht, wenn da ein Loch drin ist, weißt du? Ja, Mann. So sehe ich das. Das ist aber nur meine Meinung dazu. Ja, Mann, natürlich kann man sich irren und wenn einer eh 20.000 im Monat verdient, den juckt das nicht. Komm her, wir kämpfen! Komm her, wir kämpfen! Komm her, wir kämpfen! Komm her, wir kämpfen! Tritt in die Fresse! Und das ist halt so real bei YouTube-Content, richtig aus dem Leben gerissen. Na, was heißt aus dem Leben gerissen? Es ist halt nicht verstellt. Es ist teilweise wirklich so. Es ist jetzt ein bisschen überspitzt oder ein bisschen extrem dargestellt. Aber ja, weil ich trinke, aber ansonsten aber die Grundeinstellung ist ja trotzdem so. Das ist ja jetzt nicht, dass du sagst, hier wird jetzt komplett auf Show gemacht und jetzt nach dem Videodreh wird in den 750.000 Euro Mercedes eingestiegen, übertrieben gesagt. Ich glaube, so teure Mercedes gibt es gar nicht. Ich habe jetzt auch übertrieben gesagt. Oder mit 5 Butler, die nachts das Arschloch auslecken. Kann sein, dass du einfach nicht wohllos bist?
Er pisst da einfach hin. Natürlich sind alles Special Effects. Das ist... Das ist Richard Piss, Paul Lifestyle. Was? Hier ist noch so eine Dose. Kannst du auseinanderziehen. Das kostet auch 25 Cent. Oh, kriegst du keine 25 Cent mehr für. Früher, ja, bei MP früher schon. Bei MP hast du die früher noch abgegeben gekriegt. Bei MP hättest du die mit reinschmeißen können. Da hättest du mit so einer Pfanddose noch richtig gekriegt. Bei MP wurden auch mal gerne 6 Flaschen abgegeben und 20 abgerechnet. Ja, man, bei MP haben wir früher immer ein bisschen Geld verdient. Das hat keinen interessiert. Weil wir haben ja halt früher kein Taschengeld gekriegt. Das heißt, du musstest immer gucken, wie du an Kohle rankamst. Meistens Pfandflaschen sammeln abgeben, meistens. Immer. Und dann hast du halt Pfandflaschen gesammelt und die abgegeben und hast Geld gehabt. Dann konntest du davon wieder Bier und Energydrinks kaufen. Oder Schokolade für unterwegs. Oder Schokolade für unterwegs, ja man. Und naja, so ist das halt. Als Kind schon scheiße.